Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema Schmerztherapien und was könnten wir alle zu Hause eigentlich tun, in Ergänzung zu ganz, ganz vielen anderen Dingen, die uns natürlich ein Therapeut, ein Arzt natürlich empfiehlt. Ja, es gibt da wirklich etwas, was wir alle selber tun könnten und das möchte ich heute Ihnen vorstellen. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, und jetzt stelle ich Ihnen zuerst meinen Gast vor. Das ist nämlich der Bernhard Klein, der Award-Sieger 2020. Ist das auch schon wieder ein Jahr her? Ja. Herzliche Gratulation nochmals, gell, zu diesem Award. Aber du hast ja wirklich eine innovative Technologie entwickelt über 30, 35 Jahre hinweg, gell, die seinesgleichen auch sucht. Und das möchte ich heute den Zuschauern auch nochmals zeigen. Ich lasse schnell ein Video ablaufen von einem Journalisten aus Deutschland und bitte Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kurz hier reinzuschauen. Diese Bilder sprechen für sich. Sie sehen eine bessere Fließfähigkeit des Blutes, hervorgerufen durch Studien belegte Wirksamkeit der kleinsten Felder. Die Kleinschenfelder, benannt nach ihrem Entwickler Bernhard Klein aus Bremen, bewirken unter anderem eine erhebliche Leistungssteigerung der Zellen. In einer Pilotstudie mit Schlafauflagen, die mit Kleinschenfelder ausgestattet waren, wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Nervenschäden wie Polyneuropathie verschwanden. Blutzuckerwerte und Bluthochdruck normalisierten sich. Durch Wundheilungsstörungen offene Wunden verschlossen sich, Schlafstörungen verschwanden. Auch Krampfadern verschwanden. Die Kleinschenfelder, einer Technologie made in Germany, sind einsetzbar zum Beispiel gegen Schmerzen, Verspannungen, Fibromyalgie, Migräne, Parkinson, MS und viele andere Erkrankungen, aber auch zur Gesunderhaltung. Diese Studienergebnisse entstanden als Monotherapie alleine durch das Schlafen auf Schlafauflagen, die mit Kleinschenfeldern ausgestattet waren. Fazit: Eine bessere Fließfähigkeit des Blutes ist für alle wichtig. Ja, und da gefällt mir ganz speziell Nervenschädigungen. Also das ist ja effektiv sehr schmerzlich. Und erzähl mir mal, wie muss sich das der Zuschauer vorstellen? Jetzt hast du Nervenschädigungen, das schmerzt unendlich. Und wie können jetzt Magnetfelder mit unterschiedlichen Polaritäten dazu führen, dass sich diese entzündenden Prozesse innerhalb der Nerven erholen können? Das Ganze ist relativ simpel. Erstmal muss man wissen, wenn Nervenschäden vorliegen, dass es zum größten Teil toxische Belastungen sind. Also diese Patienten haben Schwermetallbelastungen etc. Ob das jetzt Amalgamfüllung aus den Zähnen war oder wo auch immer das jetzt herkommt, eins ist sicher. Wir haben heute so viele Umweltgifte, das gibt also noch andere Quellen, dass diese zu Nervenschäden führen. Und ich habe eine Technologie entwickelt, die letztendlich nichts anderes macht, als die Fließfähigkeit des Blutes wieder zu optimieren. Weil wir haben ja, egal ob wir Stress haben, ob wir uns ungesund ernähren, ob wir uns zu wenig bewegen, ob wir Umweltgifte aufnehmen, die Ursachen oder Schlafmangel haben, was auch immer. Es kommt immer zu dem Gleichen, zum Energieverlust von Zellen. Und dieser Energieverlust von Zellen führt dann, dass die Zelle sich nicht mehr richtig zur Wehr setzen kann und erkrankt. Das heißt, diese Nerven erholen sich eigentlich deshalb, weil viel mehr Sauerstoff in die Zelle kommt, die Zelle mehr Energie produziert und dadurch der Körper mehr Möglichkeiten hat, seinen Problemzonen, also diese Nervenzellen, selber zu heilen. Ich habe das am Anfang ja auch nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, wir machen ja nur eine bessere Durchblutung, weil ein Fuß, der kalt ist, weil schlecht durchblutet, in den Haargefäßen. Auch hier muss man das wieder verstehen, die Haargefäße, was der Zuschauer sonst nicht weiß. Wir haben ja nicht nur Hauptschlagadern, wir haben ja Arteriolen, also verschiedene Blutadern. Das heißt, auch nochmal dieses mein Vergleich. Wir bauen, oder? Ein dicker Most bis hin zu kleinsten Zweigen. So sieht auch unser Adersystem aus. Genau. Das heißt, die Fußgängerwege, nicht die Autobahn im Körper, die Fußgängerwege, wo rote Blutkörperchen nur noch einzeln reinpassen, um zu den Zellen zu gelangen. Wenn wir die Zusammenlagerung, die Geldräumbildung nennt man das ja, auflösen, dann wird mehr Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen geliefert. Die Zelle kann mehr Kraftwerke bauen, diese Mitochondrien, die wiederum führen dazu, dass sie mehr Energiemoleküle produzieren kann, ATP, Adenosintriphosphat. Diese Energiemoleküle führen wieder dazu, dass die Zelle ihre Reparaturprozesse beginnen kann und dass Dinge abheilen, die man eigentlich als schulmedizinisch unmöglich hält.
Mein Vater hat mir erklärt, dass sein Arzt ihm erklärt hätte, seine Polyneuropathie in den Füßen, das sei unheilbar, da könne man nichts machen. Und er sagte, es ist wie in Brennnesseln laufen, bei jedem Schritt in Brennnesseln treten. Und dann habe ich ihm die von mir entwickelten Einlegesohlen mit kleinen Wäldern gegeben. Ich sage, eine Schlafauflage nachts fürs Bett, damit der Sauerstoff in der Lunge auch abgeholt werden kann. Und sagt, das benutzt du jetzt nachts die Schlafauflage, tagsüber die Sohlen, die du auch nachts in den Strumpf mit reintust, an deinen Fuß ran. Das hat sage und schreibe 4 Monate gedauert, bis er dann freudestrahlend sagte, ich kann wieder ohne Brennnesseln gehen. Das heißt, er hatte keine Brennnesseln mehr, also die Schmerzen. Und das ist für mich ein Zeichen gewesen, okay, dann muss es ja hier zu einer Regeneration kommen. Das heißt, die Zelle hilft sich selber. Wir machen eigentlich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass die Zelle alles wieder bekommt. Und jede Entzündung tut weh. Ob sich ein Pickel entzündet, dann tut das weh. Wenn ich die Entzündung nachlässt, ist der Pickel noch da, aber der Schmerz hört auf. Das heißt, und eine Entzündung baue ich natürlich schneller ab, wenn die Fließfähigkeit in den Haargefäßen. Wir haben ja bis zu 600 kleine Haargefäße auf so einen Kubikmillimeter. Das heißt, dieser Abtransport von Entzündungen, es kommt mehr Nährstoffe hin, Zellabfallstoffe werden besser abgeholt, sodass die Entzündung effektiver diesen Heilungsprozess machen kann. Es geht schneller. Aber heißt auch, dass diese kalten Füße, wo viele Menschen haben, eigentlich verschwinden würden, wenn die Durchblutung bis zu den Fußgängerwegen oder Fahrradstreifen letztendlich durchblutet wird? Also ich sag mal, von 10 Personen auf jeden Fall bei 9, weil es gibt Menschen, da ist der Fuß schon so dicht, der muss schon amputiert werden, weil eben die Gefäße dicht sind. Das heißt also, 100% wird es nie geben. Aber ja, für normale Menschen, die sagen, ich habe immer kalte Füße, da würde ich sagen, wenn man den Schuh nicht auszieht und würde die Felder unter den Schuh legen, und zwar nur unter einen Schuh, dann wird der Fuß warm werden, wo es drunter liegt, und der andere Fuß wird kalt bleiben, ganz deutlich, sodass man nicht diskutieren muss, ob es funktioniert. Also gute Idee, gute Idee. Ich bin ja ein großer Fan von einer Heilkunde, die sich an der Natur orientiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Magnetfelder messe, die jetzt hier in der Schweiz bestehen, da komme ich so auf 45 bis 48 Nanotesla-Magnetfelder. Das ist unterschiedlich um die Erde herum, ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo gerade der Äquator Mikrotesla. Ist. Mikrotesla, okay, genau. Dann gibt's aber therapeutische Geräte, die ich jetzt vom Namen her nicht erwähnen will. Die machen Felder auf von 300.000-400.000. Also im Verhältnis zur Erde ist das wirklich etwas Therapeutisches und gehört in die Hände eines Therapeuten, der weiß, was er tut. So, jetzt hast du auch Magnete mit unterschiedlichen Polaritäten in diesen Feldern drin. Wie stark sind denn die? Also wir haben nach ca. 14 mm haben wir Erdmagnetfeldstärke. Das bedeutet, die gehen nicht durch den Körper durch, wie ein strombetriebenes. Wir brauchen keine Steckdose, wir brauchen keine Batterie, sondern es ist eine Anordnung von permanenten Magneten, allerdings nicht, wie man sich das normal vorstellt, ein Magnet und noch ein Magnet und noch einer, sondern eine komplett magnetische Fläche, die tausende von Polwechseln hat, alle paar Millimeter mit verschiedenen Polabständen, verschiedenen Polausrichtungen, verschiedenen Polformen, verschiedenen Polstärken, also sehr komplex, um ein Signal zu erzeugen, dass in dem Moment, wo sich Lymphflüssigkeit, rot und weiße Blutkörperchen, Nervensignale über diese Pole bewegen, in dem Moment, wo ich die Hand drauflege oder den Fuß draufstelle, bewegt sich ja das Blut zwangsläufig über diese Felder. Und ich muss nur wenige Millimeter ins Gewebe eindringen, um das Blut zu erreichen, um dieses Signal, was wir wollen, zu erzeugen. Das heißt, die kleinsten Felder gehen nicht wie ein Magnetfeld, ist keine Magnetfeldtherapie. Die geht immer durch den Körper durch. Diese Felder gehen nicht durch den Körper durch, sie erreichen nur das Blut und das Signal, was erzeugt wird. Das wird natürlich über die Nervenleitbahnen bis zum Gehirn gegeben, weil das Gehirn ist eigentlich der Schmerzmelder. Es gibt ja Menschen, die haben Phantomschmerzen, die haben ein Bein, was gar nicht da ist, tut denen weh. Nicht, weil das Bein Schmerzen meldet, sondern weil das Gehirn gibt das Schmerzsignal. Und in dem Moment, wo ich ein Signal ins Blut gebe, was dieses Signal entweder überlagert oder stört, dann hat der Patient gesagt erstmal, bilde ich mir das jetzt ein oder tut das weniger weh? Das heißt, das Gehirn ist mit etwas anderem beschäftigt in dem Moment und meldet dieses Schmerzsignal nicht so stark, obwohl er den Finger vielleicht immer noch in der Tür hat. Klar, verstehe. Ich empfehle natürlich trotzdem, den Finger aus der Tür rauszunehmen. Ja. Weil sonst ist die Ursache ja nicht weg. Ja. Weil die Ursache sollte man dann auch noch nachgehen. Schmerz ist ja ein Schutzsignal. Schutzsignal, dass ich mir nicht zweimal auf den Finger haue und vorsichtiger werde. Dass der Körper will ja mit dem Schmerzsignal sagen, da ist was, Achtung, Achtung, beende das bitte. Und nicht schluckt eine Schmerztablette und betäubt das und mach weiter.
kommt es halt wieder. Nochmals zurück zu diesem Magnetstärken. Das heißt also, der Zuschauer kann sich vorstellen, als ob er draußen in der Natur am Boden liegen würde. Er hat eigentlich das gleich starke Feld. Nur das ist permanent und du hast unterschiedliche Polaritäten. Richtig, das heißt, ich habe nicht nur einen Nord- und einen Südpol, wie das der Erde, was beim Schlafen schon eine Rolle spielt, wenn jemand sein Bett falsch stehen hat. Mhm. Nord-Süd-Achse wäre am sinnvollsten, Kopf Richtung Norden, Füße Süden. Manche Schlafzimmer können aber nicht umbauen, da stehen die Schränke vor der Tür. Dann wäre es sinnvoll, ein Magnetfeld ins Bett einzuarbeiten, damit das nicht keine Rolle mehr spielt. Das heißt, wir bauen dafür Schlafauflagen. Dann braucht man auch die Bettstellung nicht mehr achten. Und gleichzeitig wird natürlich durch die wechselnden Polaritäten dieses Signal erzeugt, was ich mit dem normalen Erdmagnetfeld nicht erzeugen kann. Aber da verstehe ich noch gar nicht. Wenn ich ein Magnet habe, ja, egal, wenn ich das jetzt hier hinlege, dann richtet sich das immer Nord-Süd aus. Wie kannst du unterschiedliche Polaritäten in ein Magnet bringen? Man muss sich das von oben betrachten. Wenn ich von oben drauf gucke, dann habe ich da einen Nordpol, dann gibt es einen Südpol, dann wieder einen Nordpol, dann wieder einen Südpol, mosaikartig. Ja. Nur nicht als kleine Karos oder als kleine Zebrastreifen, sondern in verschiedenen Formen. Hey, aber der Süden ist immer da, immer am gleichen Ort. Nein. In dem Streifen sind alle paar Millimeter Süd, Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, ach ja, Süd, logisch. Nord, Süd. Ist es logisch. Ständig wechselt. Also jedes Magnet richtet sich normalerweise so aus, oder? Richtig. Norden, Süden, logisch. Und jetzt hast du immer wieder solche Magnete aneinander. Und jetzt fließt das Blut immer Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, Süd. Nur wenn ich nur einen Zebrastreifen machen würde mit Nord, Süd, Nord, Süd. Und das Blut kommt jetzt von der Seite, dann würde es nur über Nord laufen, weil es nicht über Süd geht. Ja. Ich muss ja dafür sorgen, dass, egal in welcher Flussrichtung die Ader sich gerade darauf befindet, ein Wechsel stattfindet. Also auch in der Quere hast du Nord, Süd, Nord, Süd? In alle Richtungen. Mhm. Komplett in sämtliche Richtungen. Mhm. Aber eben nicht nur sämtliche Richtungen einen Polwechsel, sondern auch in sämtliche Richtungen wechseln sich die Formen, es wechseln sich die Feldstärken, es wechseln sich die Ausrichtungen, aber es ist sehr komplex gesetzt. Mhm. Aber die Felder bleiben immer an der gleichen Stelle. Was dich bewegt, ist ja das Blut, die Lymphe, das Nervensignal, das kreuzt diese Felder. Und dadurch entstehen Signale, die das bewirken. Ich hatte kürzlich einen Indianer hier aus Oklahoma, einen Medizinmann, und der hat mir erklärt, dass einer der Therapieformen, die sie noch angewendet haben, war ein Loch zu schaufeln in die Erde und die Patienten oder der Mensch hineinzulegen, damit er ganz eng mit der Polarität, also mit der Erde verbunden ist und eben diese Energie der Mutter Erde, hat er gesagt, spürt. Ich gehe davon aus, das waren eigentlich letztendlich diese Magnetfelder, weil man ganz dicht verbunden ist und durchs Loch auch nicht irgendwelchen anderen Störstrahlen ausgesetzt ist, sondern wirklich nur dem Magnetfeld. Siehst du hier Parallelen? Also ich würde das eher sagen, es geht in die Quantenphysik rein, alles schwingt. Mhm. Jedes Teilchen, jedes Atom. Das heißt, wenn man Menschen in so eine Erde einbettet, ja, dann wird es zwangsläufig durch die Schwingungsfrequenz der Erde eine Auswirkung auf die Zelle haben. Das hat aber jetzt nichts mit dem Erdmagnetfeld zu tun, was einmal die Erde umspannt von Nord und Süd. Das heißt, was wir machen, ist nichts anderes. Oder was ich mache, ist, dass ich Polaritäten alle paar Millimeter, zwischen 5 und 7 Millimeter, wechseln. Mhm. Wenn wir mir jetzt dieses Bild anschauen, da kurz, wenn ich die Regie bitten darf, hier reinzusauen, damit diese Durchblutung besser wird und dieses eingeschränkte Blut, was so verklumpt, besser wieder ins Fließen kommt. Aber jetzt, warum stockt denn das Blut auf der linken Seite? Warum verklumpt es denn? Also erstmal ist das keine Verklumpung. Wir haben keine Klumpen im Blut, sondern wir haben Zusammenlagerung unserer roten Blutkörperchen. Die lagern sich zusammen, weil sie nicht genug Energie haben, sich voneinander abzustoßen. Das heißt, wenn die Energie zu schwach ist durch Stress, und das ist jetzt die Frage gewesen, durch Stress, wenn ich die Ursachen nehme, gibt es viele. Ob das altersbedingter Energiemangel der Zelle ist, dass es einfach aus Altersgründen nicht mehr schafft, ob das medikamentenbedingt ist. Aber ich sehe hier eigentlich Zivilisationsproblematiken aus der Neuzeit. Es gibt so viele verschiedene Ursachen, die Energie kosten. Selbst wenn ich Medikamente nehme, wie Schmerzmedikamente, jede Menge Schmerzmedikamente nachgewiesen zerstören die Kraftwerke in den Zellen, die den Mitochondrien. Und wenn ich Kraftwerke zerstöre, dann können die auch nicht, ich meine, wenn ich 50% meiner Kraftwerke verliere oder mehr, dann verliere ich auch 50% meiner Energie in der Zelle. Was dann bedeutet, Heilungsprozesse werden beschränkt. Mhm. Ich betäube zwar den Schmerz,
Aber ich mache mir regelmäßig die Kraftwerke kaputt und der Körper baut ständig neue und ich mache sie täglich wieder aufs Neue kaputt. Dann ist eigentlich Heilung schon fast unmöglich. Das heißt, erstmal sollte man zusehen, dass die Ursache sich genau angucken, warum habe ich Schmerzen? Ist es vielleicht nur der Finger in der Tür? Dann muss ich die Tür öffnen, damit der Finger raus kann. Oder schlucke ich irgendwelche Medikamente, die mir regelmäßig irgendwas zerschießen? Da wird mehr kaputt gemacht als heile. Nebenwirkung der Nebenwirkung. Oder habe ich einfach nur Schlafmangel, weil ich Gedankenkarussell habe und durch Stress jetzt gerade in dieser Zeit, Verlustängste, Corona ist ja ein großes Thema für viele psychisch, dass die kein Auge mehr zukriegen, dann kann die Zelle auch nicht mehr richtig regenerieren und verliert Energie. Beim nächsten Tag hat die Tagesmüdigkeit, weil sie einfach nicht die Regeneration nicht mehr konnte. Oder ob das jetzt von außen 5G und was es da nicht alles gibt, auf den Körper, auf die Zelle prallen, auch das hat Auswirkungen. Jede Zelle produziert Strom. Ja, ja. Den können wir messen, so circa minus 70 Millivolt. Und wenn ich von außen ein anderes elektromagnetisches Feld durchschicke als starke Strahlung, dann muss ich mich nicht wundern, dass es Reaktionen gibt. Das gilt aber auch für Stress oder Umweltgifte oder falsche Ernährung. Also es gibt so viele, aber es ist immer das gleiche Ergebnis. Der Energieverlust führt zu dieser Zusammenlagerung. Ich bin immer noch bei diesem Indianer hängen geblieben irgendwie. Ich sehe schon die Parallelen, weil in seiner Zeit hatte man diese ganzen Zivilisationsproblematiken ja nicht, sondern kannte man durchaus eine Erkrankung haben, aber nicht diesen ganzen Elektrosmog-Medikamente und all diese Sachen, die du im vorhergegangenen Bild gezeigt hast. Und genau diese Sachen verklumpen, wieder das Wort, wie hast du gesagt? Darf ich Zusammenlagerung. Zusammenlagerungen führen ja heute dazu, dass der Sauerstoff nicht mehr dazwischen ist und demzufolge der Sauerstoff nicht in die Zelle transportiert wird. Ja. So, und dann habe ich ein ganz deutliches Energieproblem. Und das habt ihr ja in einer Studie nachgewiesen. 30% mehr Energie leistet eine Zelle, studienmäßig belegt durch die Professor Brigitte König, glaube ich. Genau. Die Mitochondrien wurden bei allen Patienten deutlich vermehrt. Vom 3,7-fachen bis zum 13,7-fachen, also im Mittelwert 8-fach. Mehr Kraftwerke in den Zellen innerhalb von 84 Tagen schlafen auf den Feldern. Mhm. Was dann zur Folge hat, dass die Energieproduktion von den Zellen, das ATP, von 70,23 auf 99,58 stieg. Ja, das heißt, Durchschnittswert aller Patienten, nicht einzelne, alle. Das heißt, bei allen, je nachdem, wie viel Verlust da war, dementsprechend mehr wurde ausgeglichen. Was dann natürlich zur Folge hatte, dass selbst Neubildung von DNA stattfindet. Weil wenn die Zelle genug Energie hat, dann kann sie Mutationen, das heißt neue gesunde DNA bilden, und zwar unabhängig von Zellteilung. Was dann auch gezeigt hat, dass kranke mutierte DNA in den Mitochondrien sich zurückgebildet haben. Zumindest bei den Patienten, die welche hatten. Was auch als unmöglich bis dahin galt. Also ja, da haben wir eine Menge Potenzial noch mehr, außer jetzt Nervenschäden zur Regeneration zu bringen, die angeblich nicht heilen sollen, oder Schmerzen zu lindern. Aber Achtung, in dem Moment, wo ich die Durchblutung erhöhe und mehr Sauerstoff und Nährstoff zu den Zellen kommt, die Nervenzelle wird ja jetzt leistungsfähiger. Und wenn sie mehr Leistung hat, was ist denn ihre Aufgabe? Sie soll Schmerzsignale melden. Kann ja also passieren, dass der Patient, der da drauf geht, erst sofort Schlimmung. Wieder runterspringt und sagt, da gehe ich nie wieder drauf. Meine Schmerzen werden schlimmer. Das ist das, das hatte ich auch Feedbacks von Zuschauerinnen bekommen, die mir das mitgeteilt hatten, dass sie erst eine Stunde ausgehalten hätten, irgendwann 3 Stunden, irgendwann aber dann auch die ganze Nacht. Viele haben mir berichtet, dass sie es spüren. Ich selbst spüre gar nichts, aber das ist nicht neu. Für mich ist die Logik dahinter entscheidend. Ich muss nicht immer alles spüren. Ah, du auch nicht? Nein. Ach so, gut. Ich muss nicht alles spüren. Wichtig ist, dass ich es weiß, was hier abgeht und dass es mir gut tut. Und das reicht mir. Aber ich habe mal einen kinesiologischen Test bei mir gemacht. Mhm. Ich konnte innerhalb von einer Millisekunde 1 Kilo mehr halten, gemessen. Mhm. Gut. Und also, ich habe das mit dem Dunkelfeld angeschaut. Wenn ich drauf liege, war das Blutbild gut, wie du es gezeigt hast. Kaum war ich wieder weg, war es nicht mehr gut. Das zeigt mir einfach, dass außerhalb der Decke, außerhalb dieses Magnetfeldes andere Störquellen da sind, die sofort das Blut wieder zum Ver...
Nicht verklumpen, nochmal. Zusammenlagern. Zusammenlagern, ich krieg das auch noch in den Kopf. Gut. Ich habe es 20 Jahre verklumpen gesagt. Ja, okay. Gut, gut. Also das habe ich ja selbst gesehen. Jetzt gehen wir aber noch ein bisschen weiter. Jetzt möchte ich ein bisschen ins Nähkästchen gehen, weil letztes Jahr, wo wir das letzte Mal zusammengesessen sind, hast du angekündigt, dass eine Studie läuft im Bereich Reaktionsfähigkeitsverbesserungen an einer Universität. Du konntest noch nicht sagen, weil die Veröffentlichung der Studie gerade angestanden ist und man redet im Fernsehen erst dann, wenn es veröffentlicht ist. Ist es schon veröffentlicht? Die Veröffentlichung ist eingereicht. Es ist gerade im sogenannten Peer Review. Es wird gerade begutachtet. Ich hoffe, dass wir es im Januar sehen. Die Sendung kommt im Februar. Das, ja. Dann könntest du jetzt darüber reden. Ja. Weil die Ergebnisse sind phänomenal. Ich kann vorweg sagen, also wir haben Sportler getestet, nennt sich MacBot-Clock-Test. Da läuft praktisch, man muss sich das vorstellen wie ein Bildschirm, da laufen weiße Punkte im Kreis wie bei einer Uhr. Und immer wenn ein weißer Punkt fehlt, muss der Sportler auf den Knopf drücken und sagen, da hat einer gefehlt. Mhm. Das macht man eine halbe Stunde und testet, wie schnell reagiert er, um das zu melden, dass da ein Punkt fehlt und wie oft übersieht er einen und wie viele Fehler macht er. Und da stellte sich raus, dass die Fehlerquote drastisch gesunken ist. Über 13% weniger Fehler und 10% schneller. Das heißt, die machen weniger Fehler bei höherer Geschwindigkeit. Das würde bedeuten, dass ein Autofahrer weniger Fahrfehler macht und schneller auf die Bremse geht, womit er dann Anhalteweg drastisch verkürzen kann, damit eben nichts passiert. Also müsste so etwas in jedes Auto eingebaut werden, in den Stuhl eingeflochten werden. Ja, wir haben jetzt Weihnachten oder Januar werden die ersten Autositzauflagen rauskommen. Ich habe schon die Fotos bekommen, ich freue mich schon drauf, die in Autositze. Aber das müsste ja eigentlich gleich vom Werk auskommen letztendlich, oder? Das wäre also ja eine Marketinglücke. Also bis man was ins Werk reinkriegt, sind 10 Jahre rum. Mit der Vorplanung, mit allem drum und dran. Mhm. Also das ist ein langer Weg. Mhm. Aber die werden vorbestellbar, sind sie, glaube ich, schon. Muss man im Internet einfach mal googeln, weil ich selber habe keinen Shop. Ich mache nur Studien. Aber die Firmen, die das anbieten, ich habe soweit die Rückmeldung, dass sie jetzt Mitte Dezember, vor Weihnachten, wenn es noch klappt, ansonsten Januar, sind die ersten zu haben. Mhm. Und das geht aber nicht nur beim Autofahren. Ich war jetzt auch beim Motorrad, aber auch im Sport, der Tennisschläger. Es gibt Motorradsitzhersteller, die bauen die bereits in die Sitze ein. In den Motorradsitz, damit eben weniger Fahrfehler gemacht werden und schneller reagiert wird. Ich glaube, in Saarland sitzt einer. So, und andere bauen, Firma Esco zum Beispiel, die baut das in orthopädische Schuheinlagen ein. Das heißt, für diabetische Füße, da wird ja vom Orthopäden eine Einlage, Schuhtechnik gebaut, wo diese Felder gleich mit reinkommen, eben weil es für den ja auch wichtig ist, dass er schmerzfreier geht. Mhm. Und die haben ihre eigenen Untersuchungen gemacht mit vollem Erfolg. Das heißt, ich habe gesagt, wenn das nachher in jedem Skischuh wird das nachher drin sein, weil er hat beim Abfahrtslauf bessere Durchblutung der Füße, heißt er hat warme Füße statt kalt, gerade im Wintersport. Macht weniger Fehler. Und er wird weniger Fahrfehler machen. Und ist schneller. Und er wird schneller auch sein. Also das ist eigentlich nicht verzichtbar. Wenn ich sehe, dass die Olympiasportlerin hier, die Lisa Unruh, eine Bronzemedaille, glaube ich, mit einem Schuss genau in die Mitte. Mannschaftssport, die arbeitet mit diesen Feldern. Ja, ja. Oder Senat Gashi, Boxweltmeister, arbeitet mit diesen Feldern, weil Reaktionsgeschwindigkeit, aber auch wegen der besseren Regeneration, weil die sind ja natürlich auch besser und schneller wieder fit, können besser regenerieren. Es geht also im Sport kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Tennisspieler nachher auf Konzentration und Reaktionszeiten verzichten kann, wenn man die verbessern kann. Das war mir sowieso noch ein bisschen fremd, aber da war gerade letzte Woche der Dr. Kurt Mosetter da und hat mir erklärt, auch beim Spitzensport oder generell auch im Breitensport, Hobbysport, wenn wir es einfach übertreiben und viel zu viel Laktat produzieren, dann müssen wir einfach lernen, nach dem Sport noch eine halbe Stunde gemütlich laufend spazieren zu gehen, damit der Körper genügend Sauerstoff transportiert und dieser Sauerstoff das Laktat wieder abbaut. Weil ohne diesen Abbau dieses Laktats hätten wir eine verätzende Milchsäure in der Zelle. So, und jetzt habe ich hier wieder diese Parallele zu diesen kleinen Feldern. Hier wird der Sauerstoff transportiert und kann natürlich solche Prozesse wie eben das Laktat, Milchsäure reduzieren. Und das ist die Erklärung, weshalb so viele Sportler für die Regeneration diese Felder nutzen. Ja.
Es ist so logisch, aber ich wusste es ja auch noch nicht. Da musste mir wirklich dieser Arzt gerade sagen. Und das ist ein großes Problem in der Masse von Hobbysportlern, die abends nach Hause gehen und sich einfach nochmal so richtig auskotzen und dann ins Bett gehen und wirklich mit Sauerstoffmangel und Überschuss von Laktat und Milchsäure hier einen Prozess haben, einen Stoffwechsel haben in der Zelle, der einer Krebszelle ähnelt. Das ist furchtbar und wir sind gut daran bedient, die Bedeutung Sauerstoff für die Zelle nochmals in den Fokus zu bekommen von unserem Bewusstsein. Ja. Das ist noch ein kleines Hinweis. 100% hat gerade so gepasst mit dem Herrn Moset. Ich habe so viel gelernt darüber. Er ist ja der Mannschaftsarzt gewesen von der Fußballnationalmannschaft von Amerika zusammen mit Klinsmann und war auch bei Klinsmann mit dabei bei der deutschen Nationalmannschaft, wo Deutschland noch Fußballweltmeister wurde. Dort war er der Arzt, der das alles unterstützt hat und eben die Ernährung mit einbezogen hat und eben diesen Sauerstoff mit einbezogen hat, wo sehr wichtig ist für alle Spitzensportler. So, unsere Sendezeit ist schon wieder durch. Das heißt, jeder, der ein bisschen schneller sein will und weniger Fehler machen will im Leben, kann bald auf diese Studie greifen, nachlesen, sich genau informieren. Und innovative Geschäftsmenschen, die draußen gerade zusehen, können sich überlegen, inwiefern könnte etwas, was die Fehlerquote reduziert und die Geschwindigkeitsreaktionsfähigkeit optimiert. Ein Bürostuhl, ja, ja, stimmt. Ja, du bist schon Praktiker. Also man könnte sich überlegen, wo könnte ich das überall einbauen, was ich ein Produkt entwickeln könnte, was letztendlich mit Studien belegt, beweist, dass es auch so ist. Ja, der weniger Rückenschmerzen gleichzeitig im Bürostuhl. Bei höherer Durchblutung der Rückenmuskulatur entkrampft die und den Druck vom Spinalkanal. Das heißt auch weniger Rückenschmerz. Also nicht nur besser konzentriert, sondern das ist ja ein Medizinprodukt. So ist es, ist ein Medizinprodukt. Das hat die Zulassung als Medizinprodukt und das haben nur ganz wenige. Wir hatten es auch schon in die Badewanne gelegt und gewaschen. Also es wurde danach tiptop wieder sauber, nachdem mal so ein Unglück passiert ist. Also von dem her tiptop, es sah nachher aus wie neu. Ja, wir haben einen Inkontinenzschutz innen eingebaut, damit bei älteren Menschen, wenn was im Bett passiert, da nichts durchgeht. Das ist also wirklich pflegeleicht. Super. Lieber Bernhard Klein, ganz herzlichen Dank für diese Ergebnisse und das Vorstellen nochmals von diesen kleinen Feldern. Und ich wünsche dir auf deinen weiteren Studienwegen, um hier noch mehr Deutlichkeit zu zeigen, dass da was ganz Wichtiges da ist, was letztendlich nur wir selber uns damit beschäftigen, weil sonst macht niemand Marketing für Magnetfelder. Da ist sicherlich nicht etwas, wo eine große Lobby dahinter steckt. Da sind innovative Menschen wie Bernhard Klein, der sich damit beschäftigt, ein ganzes Leben, um uns das zu zeigen, was da für Wirkungen da sind. Meine Hochachtung, alles Gute, liebe Bernhard. Danke, dass du da bist. Ich danke dir für die Einladung. Gerne. Und Ihnen auch alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.